Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren in den angeschlossenen VIP-Räumen, heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem DFB-Pokalspiel gegen den VfL Bochum. Der Endstand 2:0, wie von uns allen gesehen, vor ausverkauftem Haus hier in der Bentele Arena mit 15.000 Zuschauern, bescherte uns den Einzug in das Achtelfinale. Ich begrüße die beiden Trainer hier auf dem Podium und gebe zunächst dem Kollegen aus Bochum das Wort. Jens Rasiewski, bitte Ihr Kommentar zum Spiel. Ja, erstmal meinen Glückwunsch den Paderbornern zum Weiterkommen. Das mal so als erstes. Dann zum Spiel. Vor allem mit den ersten 20 Minuten war ich überhaupt nicht einverstanden. Also das, wie wir ins Spiel, mit welcher Spielhaltung wir da ins Spiel gegangen sind, da war ich schon sehr enttäuscht drüber, weil wir wussten, was kommt. Und wie wir das da angenommen haben, folgerichtig ist dann auch das 1:0 gefallen in der 7. Minute, in dem die Paderborner über die unsere rechte Seite sich leicht durchkombinieren konnten und dann auch bei der Eingabe von außen, wo wir nicht manngedeckt waren und der Stürmer der Paderborner dann auch einschießen konnte. Anschließend hatten wir schon Chancen und auch Spielkonstellationen, auch Momente im Spiel, die heute mit Elfmeter und mit dem Tor, was eigentlich kein Abseitstor war, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, wo das Spiel nochmal eine andere Richtung hätte nehmen können. Aber wenn man so das Spiel auch beginnt und 20 Minuten so beginnt, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn am Ende auch nichts Zählbares rauskommt. Ja, Glückwunsch nochmal an die Paderborner, die wirklich ein leidenschaftliches und engagiertes Spiel gezeigt haben, und wünsche Ihnen natürlich ein gutes Los in der nächsten Runde. Ja, vielen Dank, Herr Rasiewski, für Ihren Kommentar zum Spiel. Kommen wir zu unserer Sicht der Dinge. Steffen, die nächste Runde wartet, bitte. Ja, hallo erstmal, danke für die Glückwünsche. Ja, ich glaube, wir haben ein sehr intensives Spiel gesehen über 90 Minuten, wo beide Mannschaften auch klar gezeigt haben, dass sie die nächste Runde erreichen wollen. Ich glaube, dass beide Mannschaften die Möglichkeit hatten, das ein oder andere Tor zu machen. Ich freue mich darüber, dass meine Mannschaft es geschafft hat, 90 Minuten, ja, dieses Tempo, was wir am Anfang angeschlagen haben, auch wirklich gehen zu können. Das haben sie wirklich versucht, auch über die weite Strecken des Spiels hinzubekommen. Wir haben uns immer wieder versucht, die nächste Torchance zu erarbeiten, gerade auch Anfang der zweiten Halbzeit. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt die 10 noch nicht gesehen, wenn es so ist, hatten wir natürlich dann gerade bei dieser Abseitssituation natürlich dann vielleicht auch das Quäntchen Glück, was man braucht. Aber insgesamt gesehen geht es nur darum, heute, wir sind weitergekommen. Wie am Ende, fragt morgen keiner mehr. Ich glaube, dass wir ein gutes Spiel gesehen haben von beiden Mannschaften, ein sehr engagiertes Spiel gesehen haben von beiden Mannschaften, und ich freue mich einfach nur über das Weiterkommen. Ja, und wünsche uns, ja, in der nächsten Runde einfach nochmal ein schönes Spiel. Dankeschön.